Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Singleplayer-Projekt. Also ein Singleplayer-Spielprojekt. Wir spielen Mario und Rabbids Kingdom Battle. Und wie gewohnt wird der erste Part hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Und alles Weitere wird dann auf dem Singleplayer-Kanal stattfinden. Bedeutet, wenn ihr jeden Abend um ca. 20.30 Uhr ein weiteres Video sehen wollt, dann schaut doch einfach auf meinem Singleplayer-Kanal vorbei. Das ist der Classic Let's Play-Kanal rechts in der Abo-Box oder unten in der Videobeschreibung und natürlich unter diesem Part auch in der Beschreibung so verlinkt. Und wir quatschen gar nicht lang und steigen mal direkt ins Game ein. Und starten ein neues Spiel. Ein komplett neues Spiel. Wir sind ganz am Anfang. Los geht's mit dem Intro. All right, Beepo. That ought to fix the overheating problem. Can you believe it's been 3 months since Tech Magazine put me... Okay, us, on the cover? The Super Merge takes item A and item B and combines them to create item C! Ugh, if only it were that easy. The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing! I mean, the Super Merge could solve the energy crisis, Beepo, watch! Huh? Oh, not again. Oh, I'm sorry, Beepo. Let's take a break and come back at this overheating thing fresh, okay? Das haben die Rabbids hier wieder unglaublich gut hinbekommen. Dafür sind sie bekannt, aber Gott sei Dank sind auch Mario und Co. mit dabei. Wie eindeutig zu erkennen, haben wir hier Mario und die Rabbids zusammen in einem Spiel. Und wir landen jetzt, ja, in der Welt, in der das Spiel auch stattfinden wird. So, jetzt haben wir natürlich auch kein Voice mehr. Obwohl, hatten wir auch gerade nicht, ja. Also doch, der Wissenschaftler. Der hat geredet. Unsere Rabbids und natürlich auch Mario können ja nicht wirklich reden. Da sind die fiesen Hasen.
Und die Brille scheint auch weg zu sein. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie viel Content das Spiel bietet. Also wie viele Arten von Waffen es gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt, das Spiel zu spielen. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, vorher das Game zu zocken. Weshalb ich ja nicht ganz blind in das Spiel reingehe. Und ich hoffe auf viel Bonus-Content, wenn das Spiel dann irgendwann mal durchgespielt ist. Auf viel ja, Download-Content, Add-ons, Erweiterungen, wie man auch das immer heutzutage nennen mag. Und jetzt müssten wir auch gleich mal gelandet sein. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Action. Mario ist es gewohnt, ja. Landet natürlich perfekt. Die Rabbids auch. Einer besser als der andere. Hey, was machen die mit den Goombas? Der macht da Klebe dran. Ah, die Rabbids sind mega fies, ey. Das ist ja voll gemein. Boah, dieser Sound. Siggi, rasender Rabauke. Rasende Rabauken sind das. Das ist eine Gang. Während des Fallens haben sie sich den Namen überlegt. Diese Rabbids, die scheinen unbedingt Chaos und Durcheinander anrichten zu wollen. Sogar noch mehr als üblich. Anders als unsere beiden Freunde hier, scheinen sie von diesem Rabbit mit dem Superfusionierer, also die Brille, verdorben worden zu sein. Könnte der Superfusionierer unterwegs Schaden genommen haben? Falls ja, schweben wir alle in fürchterlicher Gefahr. Mario, wir müssen diesen armen Rabbit finden, der mit dem Headset verschmolzen ist. Er ist der Schlüssel. Retten wir ihn, retten wir vielleicht die Welt. So, und jetzt geht es dann auch schon los. Wir sind hier, ja, in der ersten Spielwelt. Und wir steuern natürlich Mario, beziehungsweise gelenkt von, ich nenne es mal, dem Robohasen. Ja, also, und meine drei Charakter, die in meinem Team sind, laufen mir hinterher. In dem Fall Rabbit Peach und Rabbit Luigi. Und ein schockierendes, wenn auch erheiterndes Beispiel für das Chaos, das die Verschmelzung beider Welten verursacht hat. Die armen Goombas sind fest. Ich finde das mega gemein. Also, jetzt mal ungelogen. Das ist halt mega. Das ist schon hart. Also ich finde, das ist schon nicht sehr kindgerecht. Ja. Und das sind diese kleinen Welten, in denen man halt rumlaufen kann. Man kann kleine Easter Eggs finden, gegebenenfalls auch Waffen. Und dann gibt es immer die kleinen Kämpfe, die sehr strategisch halt ablaufen. Am Anfang noch relativ simpel, später sehr, sehr komplex. Und deswegen, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, auf was für Arten und Weisen wir dieses Spiel überhaupt spielen können. Helft mir! Ah, die lachen den Robohasen aus. Und das finden die Rabbids natürlich wieder super lustig. Danke. Vielen Dank. Sie haben Post. Oh, was denn jetzt? Ah, ich habe eine Nachricht erhalten. Lieber Beepo, Beepo heißt er. Aber wenn er den Roboter aßen. Dessen Mut, Intelligenz und Mitgefühl ein leuchtendes Vorbild für uns alle ist. Falls mein Timing stimmt, brauchst du dringend Hilfe. Bitte öffne die Anhänge dieser Nachricht. Ihr Inhalt ist überaus nützlich, das versichere ich dir. Gezeichnet, dein größter Fan. Und da sind unsere Waffen. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, aber jeder, der die drei Gameplays oder whatever gesehen hat, der weiß das ja sowieso schon. Ein Jojo und zwei Blaster. Und Mario weiß direkt, wie es funktioniert. Let's go! Wow, also in der E-Mail von Anhängen die Rede war, dachte ich, es handelt sich um Katzenvideos oder so. So Leute, seid ihr bereit zurückzuschlagen? Lerne die Grundlagen, das kleine ABC von Mario und Rabbids.
Aufgepasst! Meine Sensoren erfassen zwei Gegner auf dem Schlachtfeld. Einer steckt hinter einem Teilhindernis. Deine Trefferchance beträgt deswegen 50%. Bei dem Freistehenden sind es 100. Du kannst mit dem linken Stick durch die Ziele schalten. Drücke A, um das ausgewählte Ziel anzuschießen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel erstmal aus... Also die Kamera kann ich drehen, natürlich. Ich könnte zwischen Bewegen und Schießen hin und her wechseln. In dem Fall ist aber irrelevant, weil wir ja gerade im Tutorial sind. Ich schieße natürlich auf das 100%-Ziel. Ja, bei einem 50%-Spiel hätte ich nämlich wieder kein Glück gehabt. Habe hier dadurch natürlich getroffen und da er so wenig Leben hatte, hat es auch gereicht. Jetzt schieße ich mal mit Luigi auf das 50%-Ziel, habe nur den Stein getroffen, ich glaube, das war Absicht. Und ich denke, sie wird jetzt bei 50% treffen. Das war eigentlich nur ein perfektes Beispiel, gerade was halt passiert. Man kann die Deckung von den Gegnern ebenfalls kaputt schießen. Also wenn man 50% zwar nur Trefferchance hat, man aber das Hindernis trifft, kann das Hindernis dabei auch kaputt gehen. Bedeutet, es ist nie ein kompletter Fehlschlag, wenn man daneben schießt. Zumindest in diesem Fall. Ja, es gibt natürlich auch andere Ausnahmen, wie zum Beispiel das hier. Das wird nicht kaputt gehen. Jetzt stecken sie alle hinter einem Hindernis. Von hier aus beträgt unsere Trefferchance 0%. So treffen wir sie nicht. Wir müssen sie von der Seite angreifen. Bewege dich mit dem linken Stick über das Schlachtfeld und bringe dich für einen Schuss mit Trefferchance von 100% in Stellung. Ich könnte mich jetzt bewegen. Könnte mich hier hinterstellen, damit ich noch in Deckung bin. Ja, wir machen es jetzt direkt taktisch korrekt. Und jetzt könnte ich schießen. Und da wir auf derselben sozusagen Höhe da sind, ist die Trefferchance auch hier 100% gewesen. Für mich also in der Hinsicht ein leichter Treffer gewesen. Ja, jetzt kann ich ebenfalls noch auf die andere Seite rennen, das gleiche machen und treffe ihn dann nochmal. Zweimal mit 100% getroffen an dieser Stelle und immer noch ein klein bisschen gedeckt. So, den treffe ich jetzt zum Beispiel maximal von hier mit 50. Kann mich aber da nicht hinbewegen, weil es genau außerhalb des Spielfeldes ist. Und von hier würde ich ihn, glaube ich, gar nicht treffen. Ich könnte aber, wenn das geht, ihm hier auf den Kopf springen. Mich dann hier hinter die Deckung hüpfen lassen. Ich habe das wohl im Tutorial gerade noch gar nicht gesagt. Ja, aber so kommt man weiter. Und dann könnte ich auf ihn schießen. 30 Damage wird wahrscheinlich aber nicht mal reichen, um ihn hier zu killen. Deswegen ist jetzt sein Turn dran. Und ja, er geht natürlich wieder erneut in Deckung. Hat jetzt 100% Trefferchance auf Mario. Ja, was allein die Positionierung da anging. Wen will er mich steuern lassen? Er will mich mit Peach steuern lassen. In dem Fall ist es aber ein bisschen doof. Deswegen wechseln wir einmal auf Mario. Und ich kann ihn auch ansliden. Ebenfalls das macht Schaden. Und sollte er überleben, stelle ich mich einfach hier in die Ecke. Ja, es macht 20 Schaden. Dann hätte ich ihn jetzt auch noch anschießen können. Ja, also den Gegner in seiner Move-Aktion zu attackieren, macht ebenfalls Schaden. Also auch das hier war ganz gut gewesen. Und um die beste Auszeichnung zu bekommen, hätte ich 4 Züge Zeit gehabt. Habe es hier in 2 geschafft. Hätte ich jetzt noch kritisches Trefferglück gehabt, hätte ich es vielleicht auch in einer Runde geschafft. Aber vielleicht ging das hier auch noch gar nicht. Vielleicht sollte auch mal ein Gegner-Turn mit drinne zu sehen sein. So, das war unser erster Kampf. Wir können uns jetzt wieder weiter auf dieser Spielwelt hier fortbewegen. Es gibt immer so Sachen, die man sich anschauen kann, wie zum Beispiel das hier. Ich kenne die Blöcke aus dem Keller. Ich hoffe, die Statik hat sich durch den Superfusionierer verbessert. Aber ich bezweifle es. Und da gibt es auch immer ein paar feine Sachen im Hintergrund zu beobachten. So, also hier gibt es jetzt zum Beispiel 2 Wege. Ich nehme einfach mal diesen hier. Hat sich in dem Fall auch gelohnt. Hier ist eine Kiste. Und da haben wir Blätterwelt. Du hast ein neues Objekt gefunden, wenn du es dir nur irgendwo ansehen könntest. Okay, also wir haben hier etwas bekommen, was wir uns dann später im Hub ansehen können. Und ja, wahrscheinlich werden wir jetzt hier noch alle anderen Möglichkeiten des Spiels in diesem Tutorial hier sehen können. Hinten ist ein riesen Quietsche-Ente, Selfies erstmal. Da im Himmel, seht ihr das? Es begann in dem Augenblick, als die Rabbits und der Pilzkönigreich teleportiert wurden. Die Energie, die nach dem Sieg über einen Gegner nach oben strömt, ich frage mich ein Grund mehr, diesen Rabbit mit dem Superfusionierer-Headset einzufangen. Er ist der Schlüssel, um es zu stoppen. Ich bin ganz sicher. Ja, müssen uns ein bisschen beeilen. So, was haben wir hier? Zum Beispiel, hier ist noch etwas hinter. Da kommen wir jetzt aber gerade gar nicht dran. Da wäre noch eine Kiste. Man kann später immer wieder in die Welten zurückreisen. Dann machen wir es mal klassisch. Der rote Ring. Ich glaube, jeder weiß, was passieren wird. Genau. Mit Sound sogar. Das hat man nur eine gewisse Anzahl an Sekunden. Alle 8 Coins einzusacken. Und dann bekommt man halt ebenfalls eine kleine Belohnung.
Und das sieht schon mal besser aus. Eine neue Waffe. Krawallbiene. Du hast ein neues Objekt gefunden, wenn du es dir nur irgendwo ansehen könntest. Das ist eine neue Waffe für Mario. So, wir drücken jetzt diesen Schalter noch. Und jetzt müssen wir uns da... Ich weiß gar nicht, ob wir uns dafür beeilen müssen, ja. Das gehört natürlich irgendwie mit zu diesen kleinen Rätseleinlagen oder zu den Sachen, die man sich hier anschauen kann. Jetzt könnte ich hier durch die Röhre huschen. Und, jetzt muss ich mal schauen, wo ich gerade bin. Jetzt gibt es hier noch einen roten Schalter. Ich will halt, ich muss auf jeden Fall diesen blauen irgendwie wegmachen. Ah, oh, Entschuldigung. Ja. Wo rollen wir hin? Eine weitere Kiste gefunden. Hier am Rande der Map. So. Mario, du hast ja nur das Objekt gefunden. Wenn du es dir noch irgendwo ansehen könntest. Wir nehmen hier alles mit. Warum auch nicht, ne? Wenn man das hier, wenn wir schon einmal durchspielen, dann können wir uns auch soweit in Ruhe mal versuchen, alles anzuschauen. So wie es am besten passt. Und da wollte ich eigentlich auch wieder rein. Komm schon. Dankeschön. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Dort müssen dann jetzt die blauen Objekte weggehen, wie es ausschaut. Perfekt. Ob das für alle zählt? Erstmal alle Münzen mitnehmen. Sind alle, ja, es sind alle blauen Blöcke unten. Das haben wir hier gesehen. Das heißt, auch diese Kiste wurde freigelegt. Und dann müssten wir hier ja wirklich alles gefunden haben. Garten-Ziggy, jetzt habe ich, habe gedacht, weil der Sticker derselbe war, also das Bild darauf derselbe war, dass da das gleiche steht, aber es war was anderes. Ich hatte Garten-Ziggy gelesen, und darunter stand bestimmt, wenn ich es mir doch nur irgendwo anschauen könnte. So, hier habe ich noch was gefunden. Eine Kanone. Mit der schießen wir uns auch nochmal irgendwo weg. Und, schließen auch noch die grünen Blöcke. Oh, jetzt nichts übersehen. Wenn ich jetzt nirgendwo finde, wo grüne Blöcke am Boden sind, dann will ich jetzt hier noch nicht rausgehen. Waren hier welche? Ich weiß es nicht. Ich guck nochmal. Oh nein, ich werde was übersehen haben. Wo waren grüne Blöcke? Waren hier irgendwo grüne Blöcke, Jungs? Nee, oder? Da war ich hinter. Da war ich hinter. Da ebenfalls. Durch die Röhre bin ich gegangen. Hier dürfte nichts mehr. Ganz kurz, nur für mich eben. Wo bringst du mich hin? Huh! Prolog. Du hast ein neues Objekt gefunden. Das war aber auch nicht grün. Trotzdem habe ich es übersehen gehabt. Wofür warst du da? Grün. War hier vielleicht ein grüner Block? Das wäre optimal gewesen. Hallo. Sei gegrüßt, edle Pflanze der Prärie. Wir sind... Oh. Warum? Warum hast du das getan? Nachdem diese seltsame Kreatur mit dem Headset hier aufgekreuzt ist, sind diese Kerle die reinste Plage geworden. Ich versichere dir, diese Rabbits sind nicht so wie ihre Kollegen. Das kann ja jeder sagen. Wenn du ihn aufhalten kannst, werde ich dich mit Freunden entlohnen. Er erwischt seine Brüder links und rechts und macht sie richtig bösartig. Ich nehme nicht an, dass du mitkommen und uns helfen willst. Sorry, Leute, aber es wird Zeit, dass diese Blume in den Untergrund geht. Und da ist die Sonnenblume weg. So, Flower Power ist der nächste Abschnitt dieses kleinen Tutorials. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf diesem Abenteuer hier begleiten würdet mit Mario & Rabbids auf dem Singleplayer-Kanal. Wird es dann weitergehen? Ich werde heute versuchen, 7 Parts aufzunehmen, weil ich bin ja im Urlaub. Und dass ihr über meinem Urlaub hinweg jeden Abend um 20.30 Uhr, 20 Uhr kommt nämlich auf dem TT-Kanal 1, um 20.30 Uhr auf dem Singleplayer-Kanal ein Part mit Rabbids bekommt, Mario & Rabbids. Link ist in der Videobeschreibung, rechts in der Abo-Box. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr über euren Support für das Projekt freuen. Ihr könnt das Projekt hier unter dem ersten Part bewerten. Lasst gerne ein Like da. Habt einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.